Der Titel unserer Veranstaltung lautet Die Tiefe des Gemeinsamen. Mystik, wo sich Islam und Christentum die Hand reichen. Heute steht in einer Zeitung ein Interview mit dem deutschen Astronauten Thomas Reiter, der war in der Raumfähre Discovery ziemlich lange und hat immer wieder den Erdkreis umrundet. Und er sagt in diesem Interview, wenn man die Erde anschaut von oben, sind die Eindrücke überwältigend. Er beschreibt die unglaubliche Schönheit, die man an der Wüste erlebt, an den Urwäldern, an den Meeren. Und er sieht zugleich die Rauchwolken über Beirut, die Abholzung der Wälder an verschiedenen Stellen der Erde. Und er fragt, warum man es nach tausenden von Jahren in der Menschheitsgeschichte immer noch nicht schafft, miteinander auszukommen. Warum haben wir diese großen Konflikte? Wir sind noch nicht an dem Punkt gekommen in unserer Entwicklung, an dem sich diese Konflikte von selbst auflösen. Das setzt einen inneren Weg voraus. Und diesen inneren Weg wollen wir heute erleben. Die Sufis gehen den inneren Weg des Islam. Die Rosenkreuzer gehören zu denen, die den inneren Weg des Christentums gehen. Wir wollen erleben, wo sich diese inneren Wege begegnen, und wir wollen auch hören, was es damit auf sich hat und warum es der Menschheit aufgegeben ist, dass sie sich auf inneren Wegen begegnen. Ja, also einen wunderschönen Nachmittag. Es wird so ablaufen, wir haben sehr viel Musik aus West und Ost. Es wird beginnen mit einem Musikstück, dann kommt Beate Krishan, die Begegnung des Rosenkreuzertums mit dem Orient. Da gibt es eine sehr kurze Pause und dann kommt Sheikh Hassan mit Musik und Worten und danach gibt es eine längere Pause. Und dann kommt ein Vortrag von mir über die Frage, wo die zwei Ströme sich begegnen, wohin sie münden. Und dann wollen wir zum Schluss eine Musik machen, wo alle Musiker in östlicher und westlicher Manier improvisieren. Und wenn sie dann immer noch Kraft in den Knochen haben, dann laden wir sie ein zu einer fünfminütigen, absoluten Stille, Besinnung im Tempel. Ja, nochmals einen schönen Nachmittag. Thank you.
nicht ein. Und wir hier, ich bin ja nur Europäerin, ich bin immer aufgeregt und wenn vor Freude, dass sie da sind, dass sie wirklich alle da sind, aber besonders eben unsere Sufi und islamischen Freunde. Also es ist ein historischer Moment und da muss ich einfach beginnen. Was ist alles passiert, wenn die Religionen zusammenarbeiten? Also sogar das Wort Matratze ist von den Moslems aus dem Orient, ne? Sofa, wir hätten kein Sofa, die einfach, also, und ich weiß nicht was alles, ich habe geguckt, die Bitterorange, also was wir haben, es müsse ein dickes Lexikon gefüllt werden, was alles aus dem Orient kommt. Ne? Wenn wir, ne, von Spanien, was war da los, das Abendland versank nach der Antike in einer Unwissenheit, die Bildung wurde verboten und was war dann möglich? Also es ist einfach kolossal und wenn wir unsere Kulturgeschichte nur in Deutschland sehen, es gab kein Blasorchester ohne die türkische Einwanderung sozusagen, die sogar eben kriegerisch vor Wien. Ne? Also Mozart, der hat den Entführung aus dem Serail und so weiter und so fort. Wer ist da der Besondere? Der Bey. Ne? Der, also es ist unfassbar. Die Gärten in Spanien, ne? Also, wie gesagt, mein Mann, der ist ja Künstler und der sagt, ich kann es nicht mehr sehen, ich bin im Paradies. Ich bin geblendet. Ne? Also es ist einfach kolossal, was da möglich ist. Natürlich setzt das bei uns voraus, dass wir das möglich machen können in unserem Inneren. Weil, dass wir hier sitzen, ist nur möglich, weil wir unsere Wege schon so weit gegangen haben, dass wir uns zusammensetzen können. Da die Wege an sich, wenn man einen Weg geht, das ist, hat immer noch was Trennendes. Da sagt der eine, mein Weg ist besser als deiner, du hast recht, der andere hat Unrecht. Und das muss schon zu einem großen Maß überwunden sein, dass man sich dann wieder an einen Tisch setzt und sieht eben, wie bei Lessing zum Beispiel, Nathan der Weise, Goethe, westöstlicher Divan, Hafiz. Wir hatten ja auch die Veranstaltung hier, wo von Rumi Gedichte vorgetragen wurden mit Musik. Ich habe geweint wie irre. Ich habe diese Sehnsucht gehört, die hat mir das Herz zerrissen. Und ja, was ist es für eine Sehnsucht? Ich habe da drin gehört, die Sehnsucht der Verbindung, eigentlich der Religion, wie die Religionen leiden, dass sie nicht verbunden sind, sondern so kämpfen müssen. Ne? Und deshalb habe ich mir hier eine Rose besorgen lassen. Es ist jetzt eine ganz besondere Rose. Ich wollte eigentlich eine andere mit einem schönen Kelch, weil die Rose verbindet uns ja. Wir sind die, ich sage jetzt mal, wir sind, ob das nur stimmt, weiß ich nicht, die Rosenkreuzer. Und die Sufis haben ja auch die Rose als das Symbol. Und wir haben ja dieses wunderbare Plakat, da haben wir das Grün, ne? Die Blätter der Rose und das Rot und das sind ja Komplementärfarben, also verschiedene Farben der einen Sache. Hier ist in der Mitte das Weiß, das Licht und es wäre mir ein großes Anliegen, wenn wir vielleicht sehen könnten, dass wir alle auf dem Lichtweg sind, in das Herz der Rose, weil der Herr Christian Rosenkreuz, von dem ich sprechen möchte, der ja auf Christus einen Bezug hat, ist der Sonnengott, der alte Sonnengott. Und wir sind ja in Europa Ikonodulen. Ja, was ist das? Bilderverehrer. Und es gab in Europa auch immer die Ikonoklasten.
Und da sieht man mal, die Europäer, ne, immer denken, reden. Mir tut's leid, dass ich so viel reden muss. Ich würde lieber reden oder die Bilder. Ne? Und das ist ja im Orient. Wir werden auch noch gleich ein paar wunderbare Sachen sehen. Da steht ja was dahinter, hinter den Bildern. Da stehen Strukturen hinter. Und das ist auch in dieser wunderbaren Rose. Wenn wir mal gucken, dann sind das immer 5 Gelchblätter. Ne? Also 5, 1, 2, 3, 4, 5 und überhaupt die ganzen Rosengewächse, wo ja unsere ganzen Kulturpflanzen sind ja Rosengewächse. Ob Birne, Apfel, Pfirsich, alles aus dem Orient, jedenfalls die Kulturform. Und das sind alles Rosengewächse. Und diese 5, das ist eine ganz besondere Zahl, denn wem ist die Rose heilig in der Antike? Natürlich der Liebesgöttin, Aphrodite, Venus. Und Venus ist ja auch ein Stern, also ein Planet. Und dieser Planet wandert um die Erde. Und jetzt fragt man mal, das waren natürlich die Araber, haben ja in den Himmel geguckt, wir hätten die Zahl 0 nicht ohne die Araber, die haben wir ja Anfang, sagen wir mal, des 10. Jahrhunderts, 11. Jahrhundert kam das ja aus dem Orient, weil sie ja in den Himmel guckten und da geht die Berechnung, ganz viele Sterne am Himmel haben arabische Namen. Ne? Auch wieder. Weil diese Himmelsbeobachtung so wichtig war. Und was macht die Venus? Sie umkreist die Erde in einem Fünfeck. Also im Grunde, es ist sogar mehr als ein Fünfeck, es ist wirklich eine Blumenform. Und dann sind noch andere Zahlenverhältnisse mit einem 8er Rhythmus, einem 13er Rhythmus. Das ist alles hier in dieser Blume drin und am Himmel zu sehen und einfach, das sind Dinge, die stehen hinter diesen Erscheinungen und die können wir hier verstehen und im Orient verstehen. Das sind dann verbindende Sachen. Und das Tolle ist ja auch hier, die Rose, ich habe ja nun so eine lustige Rose bekommen, die hat gar nicht diese typische Kelchform. Ne, weil eigentlich ist ja die Rose, was ist es für ein Sinnbild? Das Herz, ein Becher, empfängt. Ne? Es kann aber auch, weil es ja oben ist ja die Blüte am Ende der Stiele, es ist aber auch eine Art Haupt. Ne? Und zu meiner großen Überraschung sagte mir ein Schüler, ich war leider nicht, wir haben ja Konferenzen im Westerwald, und dann sagte mir ein Schüler, denk dir mal, was im Dienst vorkam. Ich war nicht da. Da wurde nämlich gesagt, so ungefähr, da hat die Dornenkrone noch eine ganz andere Bedeutung. Ne? Weil wir sprechen ja von Christus und der hat ja Christian Rosenkreuz, ich komme gleich da drauf. Hier, wir haben ja sogar schon das Bild. Der hat ja, hier, da sehen wir den Christian. Beim Christus ist es ja die Dornenkrone. Und was kommt nach dem Christus? Da kommt ja auch was raus aus der Blume. Ein Duft. Und Christus sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und was ist dann, wenn die Dornenkrone sich verwandelt? Da sind die Blumen da. Ne? Das Haupt, Blumen. Und das ist ja auch in der Rose. Ne? Das ist wunderbar. Und dann haben wir ja eigentlich gar keine Dornenblume, sondern es sind ja Stacheln. Und das ist ja auch so schön. Wir kennen ja auch das Wort vom verliebten Herzen, wo ein Stachel durchgebohrt ist. Und das heißt ja, wir sind verliebt. Ja, beides gehört zusammen, die Rose und der Stachel. Weil das Schöne ist,
das sind ja gar keine Dornen, sondern Stacheln. Deshalb gibt es nämlich auch Rosen ohne Dornen. Man könnte jetzt auch einfach hier den Stachel abmachen, so könnte ich hier alle abmachen und dann ist nur noch die Rose da, ohne die Stacheln, also ohne das Leid. Irgendwann ist das Leid nämlich zu Ende und dann blüht es und der Duft der Rose des Geistes steigt auf. Ja, und das haben wir dann in dem Christian Rosenkreuz. Und ich fragte jetzt jemand nochmal, weil es wird erzählt, wir haben ja Bücher von über Christian Rosenkreuz, die alchemische Hochzeit, 400 Jahre aufgeschrieben. Und dann haben wir noch die Pharma des Christian Rosenkreuz. Und da wird in 7 Tagen in der alchemischen Hochzeit sein Weg beschrieben, wie ein Märchen. Und in der Pharma wird eben die Reise des Christian Rosenkreuz nach Arabien beschrieben. Und deshalb ist es ja so interessant, dass Christian Rosenkreuz eben nach Arabien gewandert ist, genau wie Paulus. Er ist ja auch nach dem Damaskus-Erlebnis erstmal nach Arabien gegangen und ist in diese Verwandlungsmysterien eingeweiht worden. Weil so ein Einblick in diese Welten reicht nicht, sondern die Schulung ist wichtig. Und deshalb ist es auch so, dass in dem einen Rosenkreuzerbuch von Christian Rosenkreuz beschrieben wird, er war in Arabien und hat da unheimlich viel mitgenommen, hat sich verändert. Weil Alchemie ist ja nun auch ein arabisches Wort. Ne? Da wissen wir ja, wo es drum geht, um die Verwandlung. Ne? Die Verwandlung des ganzen Menschen. Die vollkommene Verwandlung. Und das ist mehr, als nur Einblicke zu haben in diese Welten. Das kann jeder. Aber wirklich verwandelt werden, ist eben die Aufgabe einer Schule. Und deshalb gründet Christian Rosenkreuz auch das Haus Sancti Spiritus. Weil die Menschen noch nicht fähig sind oder vielleicht gar nicht fähig, sie sind es. Ich spreche ja nur subjektiv. Ne? Also er geht ja zu allen gelehrten Häuptern und Ständen und will dieses, was er erfahren hat in Arabien, mitteilen. Und keiner will es hören. Und dann baut er mit seinen Brüdern das Haus Sancti Spiritus, des Heiligen Geistes. Und der ist eben die Kraft, der uns verwandeln kann. Ja, und jetzt will ich ein bisschen zeigen, wie in den Symbolen eben diese universelle Sprache des Geistes gezeigt wird. Und jetzt haben wir ja Christus, ne? Und das wird ja geschrieben mit dem Buchstaben Chi. Das ist ja so ein Buchstabe, ein X. Ne? Dieser Buchstabe Chi. Und da könnte man jetzt eine ganz lange Geschichte allein zu diesen Buchstaben nur sagen. Das mache ich aber nicht. Das ist einfach zu viel. Aber in dem Buchstaben allein liegt die ganze Geistesgeschichte Europas. Ne? Und dann haben wir ja, das ist so interessant, Christian ist ja einfach die Bezeichnung des Christen. Das ist ein römischer Begriff, um eben die Christen, die Anhänger des Christus zu bezeichnen, und der heißt der Christian Rosenkreuz. Und das ist so unglaublich, denn der zweite Buchstabe von Christus ist ja ein R. Ro heißt das auf Griechisch. Da werden wir auch gleich zu kommen, weil das R ist ein P im Griechischen. Aber wir werden gleich die Bilder zeigen und dann wird das verständlicher. Und es ist, die Verbindungen sind unglaublich.
weil, na, wir müssen ja immer so viel reden, hier diese Bücher sind aufgeschrieben von einem Johann Valentin Andreae. Und jetzt ist es verrückt, dass dieser Andreae ist ja das Andreaskreuz, er hatte das als Wappen. Ne? Ja. Das ist schon ganz verrückt. Ja, und dann sehen wir, dieses Symbol hat Christian Rosenkreuz hier, das ist aus dem Buch. Er hat sich das hier als Band, hinten natürlich auch vorn, das bezeichnet natürlich die Herzgegend, ne? Die Brust, Herz und Kopf mit den vier Rosen. Ne? Der Turban betont ja auch den Kopf, ne? Ist auch wie eine Blume. Und der, ich meine, es ist das Grabtuch, ist das ja, das? Ja, ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Golgatha heißt Schädelstätte. Ne? Da muss es sterben, damit der Heilige Geist, der Geist, das Licht, hier muss ja der Lichtmensch entstehen. Das ist ja, so viel ich verstanden habe, auch bei den Sufis so, der Lichtmensch. Und das muss ja dann hier oben gestorben sein, damit das überhaupt der Geist einfahren kann und wir erneuert werden können. Ne? Und das zeigt er, zeigt diese Geschichte vor 400 Jahren an, wo wir uns versuchen, mit vielen Schwierigkeiten, die wir alle haben, dabei den Weg der Selbsterkenntnis zu gehen. Jetzt nehmen wir mal das andere Bild. Genau, hier ist das Wappen von Andreae, also von dem Schreiber. Hier nochmal das Kreuz, das Ski. Ne? Jetzt muss ich auch noch mal schnell was zur Rose sagen. Jetzt habe ich die hier so fies hingelegt. Weil ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, dass Christus der Gesalbte und der Gestochene heißt. Das ist ein Wort. So, und hier kann ich mich auch dran stechen. Und dann fließt das Blut. Es muss was zum Fließen kommen, ne? Und Stechen ist ja auch eine Bewegung in den Raum. Es sind natürlich auch unsere Verletzungen. Also es sind einfach unglaubliche Bilder in der Natur. Und deshalb hören wir auch gleich, wie Christian Rosenkreuz das Buch in der Natur liest, was gerade durch den Islam nach Europa gebracht worden ist. Weil es gab sonst keine Möglichkeit der Bildung. Das gab es nur über den Islam bis zur Renaissance. Hier haben wir nochmal vier Rosen dazu. Auch wieder schön dieses Fünfeck. Dann haben wir auch die Achterzahl. Und das ist dann interessant, weil ich habe einfach mal was ganz Böses gemacht. Ich habe nämlich hier mal so ein kleines schwarzes Quadrat gemacht. Jetzt machen wir das mal auseinander. Ne? Haben wir auch ein Kreuz. Und die Kaaba ist ja der Ursprung dieses schwarzen Quadrates. Ne? Wir können das auch so machen, wenn man jetzt den Boden nicht nimmt und dann haben wir das Kreuz. Ne? Und was natürlich, ich habe nochmal extra nachgelesen, was ja auch so schön ist im Koran, wer offenbart den Koran? Der Engel Gabriel. So, und Gabriel heißt Mann, Stärke, Kraft, Heros und Gott. Und wenn eine Frau, ne, diese Botschaft bekommt, wie Maria, heißt ja eigentlich die Seele, ne, das Meer übersetzt, dann kommt ein Kind. Und wenn ein Mann, wie Mohammed, der Gepriesene,
diese Offenbarung bekommen durch den Engel Gabriel ist ein Buch. Das können wir ja alle wunderbar verstehen. Ne? Haupt und Herz. Ne? Wir machen weiter. Genau, hier haben wir das Christogramm. Hier das Chi. Und hier ist das Ro. Da haben sie noch, genau, hier, das ist zwar, genau, das ist das Ro wie ein P. Und das dann auch noch hier im Sonnenkranz. Wir werden nämlich sehen, das ist das alte germanische Sonnenzeichen. Und deshalb hat Konstantin gesiegt, weil die Germanen dachten, es wäre ihr Sonnengott. Weil das ist auch die Auferstehungsrune. Es kann sein, also wir kriegen vielleicht eine Schrift und dann mache ich mal alle Zeichen nebeneinander. Also es ist unglaublich, was da weltweit eins ist. Und als Christus geboren wurde, da regierte ja Rom hier. Und sogar Rom hat in diesem Zeichen regiert. Nämlich, das Höchste für Rom war der Frieden. Und das ist ja wirklich die höchste Form. Also ich habe mal so eine Tabelle der emotionalen Intelligenz gelesen. Und da steht nicht Glückseligkeit an erster Stelle, sondern Frieden. Naja, von mir kenne ich es. Ich bin immer glücklich. Ich heiße ja auch noch so. Aber das ist furchtbar. Frieden ist viel besser. Und ja, weil die Ruhe dann einkehrt, um den Geist zu empfangen. Vorher war, ach, der Geist, es gibt den Geist, ja, das ist ja nichts. Ich muss ja geheilt werden, ne? Ja, aber leider muss ich halt noch glücklich sein. Na gut, also sogar das böse Rom, was hier alles unterjocht und unterdrückt hat, hat im Zeichen des Friedens regiert in diesem Zeichen. Nämlich, was heißt Frieden auf Latein? Ich höre. Ja, genau. Und was haben wir da? Ein P und ein X. Und das A haben wir hier sogar. Ne? Das A ist das Herz, ist der Herzbuchstabe, weil die Vokale sind ja die einzelnen. Ne? Kopf, I, E, A, O, U. Sind die verschiedenen Chakren ja auch. So, und hier, also ich kann jedem empfehlen, ich bin letztens umgefallen, das ist vom Aachener Dom, von den wunderbaren Mosaiken, und Kaiser Karl war ja auch ein Freund von Harun al-Rashid, genau. Er hatte Verbindungen in den Orient und er hat dieses Oktogon, was er sich hat bauen lassen, da habe ich auch gedacht, ich bin im Himmel. Aber da habe ich irgendwie 40 oder 50 Jahre für gebraucht, weil ich habe das ja schon 100 Mal gesehen. Nur diesmal dachte ich, oh, ne? Weil da ist eben, das ist so orientalisch, das haut einen um, diese Lichtmystik. Ne? Dann machen wir weiter. Genau, ich habe hier aus dem Kalligraphiebuch, aus dem Arabischen, was kopiert. Und das ist das Aleph, ne? Und das ist, ich kann da sonst überhaupt nichts leider zu sagen, zu diesem wunderbaren Zeichen. Ich habe es einfach mal fotokopiert, weil auch hier dieses Zeichen einfach wieder aufgetreten ist. Und dann im Kreis. Und dann noch in der Raute. Und das habe ich gelesen, dass die Raute so wichtig ist für die Buchstaben auch. Ne? Und der Kreis ist dann auch das Himmelreich-Symbol. Jetzt machen wir noch eins weiter. Genau, und hier habe ich mal eine Zeichnung wieder gescannt von einer Arabeske, weil das ist ja so wunderbar, was wir ja in Spanien auch sehen können. Diese wunderbaren Ornamente und Muster, die ja alle, genau, alles, ne? Ja. Und da haben wir ja nicht wie hier so eine platte weiße Wand, sondern da ist die Wand aufgelöst.
schon wie, als gucken wir in eine Atomstruktur. Wir gucken schon durch die Wand durch. Und dann ist hier gezeigt, wie dann diese Muster entstehen hier aus dem Kreis. Und das ist ja hier ein Symbol, was ja jetzt in aller Munde ist. Ich habe es hier auch nochmal mitgebracht. Die Blume des Lebens. Ne? Die kann man ja auch verschieden halten. Und die ist auch nichts anderes wie das Qi und dann wenigstens das Ro angedeutet. Auch wieder das Christuszeichen, weil es das Zeichen der Sonne oder des Lichts ist. Das Licht ist ja nur das Abstrahierte von der Sonne. Und die Sonne sticht ja nun auch wirklich. So, na, hier, wie das weitergeht. Auch in die Dreiecke rein. Das ist ja auch was ganz Besonderes mit den Dreiecken, mit dem Meteorit auch in der Kaaba. Das ist ja auch, sind alles Zeichen, die in diesem Symbol hier, diese Dreiecke, ne, dass das da alles drin ist. Das einfache Qi, da, mehr braucht man eigentlich nicht. Was redet man dann auch so viel? Ne? Ich glaube, jetzt haben wir ein Bild, wer Angst hat vor Insekten. Achtung! Also, ne, unsere Königin, die Bienen. Ne? Und was ist mit der Biene? Das ist aus der Zeitung ausgeschnitten und dann stand darüber flüssiges Sonnenlicht. Sie macht das flüssige Sonnenlicht. Und zwar in diesen Waben hier, und das sind ja auch Sechsecke. Wie das Sonnenzeichen. Das sind jetzt zwar liegende Sechsecke, aber es sind die Sechsecke. Und dann ist noch was ganz Wunderbares. Wie heißt die Biene? Melissa, ne, im griechischen Mehl. Das war aber auch die Bezeichnung von Priesterinnen. Priesterin des Lichts. Und ich habe, wir haben, im 19. Jahrhundert ist ja die Romantik ganz inspiriert gewesen vom Islam. Und da haben sich alle Größen beschäftigt und die Sprache auch gelernt. Unser wunderbarster Philosoph, kann ich nur jedem empfehlen, Schelling, der hat eine Abhandlung über die arabischen Namen des Dionysos geschrieben. Und da kommt eben auch vor, dass die Biene genauso heißt. Melissa ist abgeleitet von Mylitta und die heißt auch Alita im Asiatischen, also im vorderen Orient. Und die Göttin von Saba, da kommen wir ja, Felix Arabia, ne? Die Königin von Saba, werden wir nachher auch noch Bilder sehen, die haben wir ja sogar im Kölner Dom. Das ist ja das Reich, was vor dem Islam blühte. Und da hieß die Göttin Al-Ilat. Ne? Die Göttin heißt das, glaube ich, einfach. Mit ihrem Sohn Dionysos. Der heißt dann Ulotalt. Das ist dann einfach Sohn der Göttin. Und das ist Dionysos. Und das ist ja das Verrückte. Dionysos, der Griechengott, ist aus Arabien. Weil das ist das Land der Verwandlung, das Land des Phönix, wo der Vogel Phönix immer hinflog, um sich zu verwandeln. So, jetzt haben wir genug geredet, jetzt lese ich ein bisschen vor. Ich lese jetzt vor die Geschichte von Christian Rosenkreuz nach Arabien. Eine solche allgemeine Reformation hat sich auch der fromme, geistig sehr erleuchtete, verstorbene Vater Christian Rosenkreuz, ein Deutscher und Haupt- und Gründer unserer Bruderschaft, lange Zeit sehr bemüht. Dieser wurde wegen der Armut seiner, obwohl adligen Eltern,
im 5. Jahr seines Lebens in ein Kloster gegeben. Nachdem er dort beide Sprachen, Griechisch und Latein, geziemend erlernt hatte, wurde er noch in blühender Jugend auf sein emsiges Flehen und Bitten einem Bruder P.A.L. anvertraut, der sich eine Reise zum Heiligen Grab vorgenommen hatte. Obwohl aber dieser Bruder auf Zypern starb, Jerusalem also nie gesehen hat, kehrte unser Vater Christian Rosenkreuz jedoch nicht wieder um, sondern schiffte weiter hinüber auf Damaskus zu, mit der Absicht, von dort aus Jerusalem zu besuchen. Als aber wegen körperlicher Schwierigkeiten er dort bleiben musste und wegen seiner Arzneikenntnis die Gunst der Türken erwarb, hörte er zufällig von den Weisen zu Damka in Arabien, welche Wunder sie verrichteten und dass ihnen die gesamte Natur entschleiert sei. Hierdurch wurde der hohe und edle Geist des Vater Christian Rosenkreuz erweckt, sodass ihm Jerusalem nun nicht mehr so sehr im Sinn lag wie Damka. Er konnte sein Verlangen nicht mehr meistern, sondern veranlasste arabische Schiffsleute, ihn für einen bestimmten Geldbetrag nach Damka zu bringen. Er war erst 16 Jahre alt, als er dorthin kam, besaß aber eine starke deutsche Konstitution. Dort empfingen ihn die Weisen, wie er selbst bezeugt, nicht wie einen Fremden, sondern wie einen, auf den sie lange gewartet hatten, nannten ihn auch beim Namen und wussten von anderen Geheimnissen aus seinem Kloster, worüber er sich nicht genug wundern konnte. Dort lernte er auch die arabische Sprache besser, wie er denn auch gleich im folgenden Jahr das Buch M in gutes Latein übersetzte und mitnahm. Von diesem Ort holte er sich auch seine Physik- und Mathematikkenntnisse, über die sich die Welt wirklich freuen könnte, wäre nur die Liebe größer und der Neid geringer. Nach 3 Jahren kehrte er mit guten Geleitbriefen versehen wieder um, überquerte den Sinus Arabicus nach Ägypten. Dort blieb er jedoch nicht lange, aber achtete nunmehr auf die Gewächse und Geschöpfe. Von dort aus fuhr er über das ganze Mittelmeer, bis er nach Fes kam, auf das ihn die Araber hingewiesen hatten. Es ist doch wirklich eine Schande für uns, dass so weit voneinander entfernt wohnende Weise nicht nur einig und allen Streitschriften abholt, sondern auch so geneigt und willig sind, im Vertrauen ihre Geheimnisse aufzudecken. Jedes Jahr kommen die Araber und Afrikaner zusammen, befragen einander nach den Künsten und ob nicht vielleicht etwas Besseres gefunden wurde oder ob die Erfahrung ihre Ideen geschwächt hätte. Dabei kommt jährlich etwas heraus, wodurch die Mathematik, die Physik und die Magie, denn darin sind die Fessaner am besten, verbessert werden. Auch in Deutschland mangelt es weder an Gelehrten, Magiern, Kabbalisten, Medizinern und Philosophen, aber sie sollten einander gewogen sein und nicht, wie die meisten, die Weide allein abgrasen wollen. In Fes machte er Bekanntschaft mit denen, die man die Ureinwohner zu nennen pflegt, die ihm viel von sich eröffneten, so wie auch wir Deutschen vieles von dem Unsrigen zusammentragen könnten, wenn Einigkeit unter uns wäre und man mit vollem Ernst suchen würde. Von diesen Fessanern sagte er oft, dass ihre Magie allerdings nicht rein sei und auch ihre Kabbalah durch ihre Religion verdorben sei. Trotzdem wusste er sie trefflich zu nutzen und fand einen noch besseren Grund für seinen Glauben,
der mit der Harmonie der ganzen Welt übereinstimmt und auch in allen Zeitaltern wunderbar verkörpert war. Hieraus kann man schließen, dass genauso wie in jedem Kern ein ganzer Baum oder eine Frucht enthalten ist, auch die ganze große Welt gleichsam in einem kleinen Menschen vorhanden ist, dessen Religion, Politik, Gesundheit, Glieder, Natur, Sprache, Worte und Werke alle im gleichen Klang und gleicher Melodie mit Gott, Himmel und Erde harmonieren. Alles, was dagegen ist, wäre Irrtum, Verfälschung und vom Teufel, der allein das erste Werkzeug und die letzte Ursache für die weltliche Dissonanz, Blindheit und Finsternis ist. Wenn also einer alle Menschen auf dem Erdboden prüfen könnte, würde er feststellen, dass das Gute und Gewisse immer mit sich selbst in Harmonie, das andere aber durch tausend irrige Meinungen verunreinigt ist. Nach 2 Jahren verließ Bruder Christian Rosenkreuz Fes und fuhr mit vielen Kostbarkeiten nach Spanien in der Hoffnung, da seine Reise ihm selbst so wohl getan hatte, es würden dort die Gelehrten Europas mit ihm hoch erfreut sein und nun alle ihre Studien auf solchen sicheren Fundamenten bauen. Daher besprach er mit den Gelehrten in Spanien, woran es unseren Künsten mangelt und wie ihnen zu helfen sei, woraus man die sicheren Vorzeichen kommender Zeiten zu nehmen habe und worin sie mit den vergangenen Zeiten übereinstimmen müssten und so weiter und so fort. Und wir haben ja schon gehört, keiner wollte es hören und deshalb baute Christian Rosenkreuz das Haus Sancti Spiritus. Jetzt gucken wir noch ein bisschen auf die Landkarte, damit wir sehen, wovon hier eigentlich die Rede war. Genau, hier haben wir ja Europa und Afrika, Arabien. Und dann sehen wir, hier ist Zypern. Und das ist ja, freut mich so besonders, weil Zypern ist ja die Insel der Aphrodite, wo sie an Land kam. Und Sie haben ja auch den Bezug zu Zypern. Also wunderbar. Bei der Liebe fängt alles an in Europa. Ne, Homer, da ging es ja auch um die Liebe. Und auch unser böses Rom. Roma, drehen wir mal den Namen Rom, Amor. Ne? Und wer war die Stammmutter der Kaiser, der ersten Kaiser? Auch Venus. Ne? Also, es geht nichts ohne die Liebe. Und dann haben wir hier Zypern. Und das Besondere hier ist Damaskus. Ich habe gehört, wir haben mal versucht zu recherchieren, was heißt Damaskus auf übersetzt. Und da kam auch irgendwas wie Licht oder Erleuchtung oder Umwandlung heraus. Und das ist ja das Besondere. Da ist ja, das sehen wir gleich, da ist ja der Tempel von Johannes dem Täufer, wo das Haupt aufbewahrt wird. Und das Wichtige ist ja, das weniger werden. Ne? Und ich habe hier noch so was Lustiges mitgebracht, was wir auch von ne, den Türken haben, nämlich. Oh! Und wir sehen ja im Moment immer die Fahnen. Ne? Halbmond und Venus, bitte. Ne? Das ist immer der 5-Pentagramm. Ne? Venus und hier ist die Venus, hier ist der Halbmond. Und bitte, es ist der abnehmende Mond. Denn nur der abnehmende Mond, wenn wir jetzt das als Symbol des Hauptes haben, kann die Liebe empfangen. Und deshalb ist ja hier, wir haben ja das schöne Johannes der Täufer, wird ja enthauptet und er ist damit weniger geworden. Ne? Paulus der Kleine, der weniger gewordene, ne? Von Saulus.
Man soll es zwar nicht so wörtlich nehmen, sind ja diese alchemischen Prozesse. Ne? Genau. Sogar das haben wir. Ne, haben die Wien wurde fast erobert und was macht die Österreicher? Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Wir machen nochmal zurück, sonst sehen wir die Reise nicht. Genau, hier Damaskus. Und dann haben wir ja von Damka gehört. Und das wird lokalisiert hier in Arabien. Und zwar hier unten, wo dieses geheimnisvolle Reich Jemen oder das Königreich von Saba war. Das ist eben dieses Land der Phönixmysterien, wo auch Dionysos dann herstammt. Und so ein besonderes Land, wenn ich jetzt an die arabischen Gärten denke, die hatten ja schon Staudämme von riesigen Quadratkilometern Größe und haben damit die Wüste bewässert. Und in Persien genauso, ne? Die Gartenkunst. Und Persien ist ja nun auch dieses Reich, wo das Licht, das Feuer angebetet wurde, wo es also auch keine Götterstatuen gab, sondern das reine Licht, was dann Feuer und die heilige Hochzeit Wasser, und da waren auch diese Wasserkünste beheimatet. Na gut, wir sind in Arabien, da kommt dann Christian Rosenkreuzchen, dann überwindet er hier das Rote Meer, kommt nach Ägypten, da wird jetzt keine Stadt genannt, aber es ist natürlich Alexandria, so eine ganz wichtige Stadt. Und hier haben wir, dann geht es nach Fes, da. Und Fes ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Stadt, ne? Weil ich hier, es gibt ja, da enden auch Karawanenstraßen aus Westafrika, hier Timbuktu. Und da ist ja eine ganz große Kultur in Westafrika, also wo immer Dogon, Mali, diese ganzen Burkina Faso, und die haben ja eine wunderbare Kunst auch hervorgebracht, wo immer Verbindungen, auch gerade in Mali, mit Ägypten hergestellt wurden. Und das sammelte sich dann auch alles noch in Fes. Genau, und von Fes ging es dann eben nach Spanien rüber. Jetzt haben wir so ein ungefähres Bild, was da, worum es da geht. Jetzt können wir das nächste Bild machen. Das ist was ganz Besonderes von Zypern. In Zypern wurden nämlich Kreuzidole gefunden. Die sind ein paar tausend Jahre alt. Das ist was ganz Besonderes, immer in Kreuzform. Der hat hier sogar jemand noch auf dem Arm. Manchmal haben die hier eine Halskette um, haben sich sozusagen selber nochmal verdoppelt. Und das ist eben Zypern eben als ganz besonderes Land, ne, wenn wir daran denken mit der Liebesgöttin. Damit fängt alles an, mit dem Begehren, der Sehnsucht, dem Heilbegehren. Weiter. Genau, hier ist die Moschee in Damaskus vom wo das Haupt von Johannes dem Täufer verwahrt wird. Und für mich ist das auch so was Besonderes, dass Christian Rosenkreuz eben nicht nach Jerusalem ging, sozusagen in diese historische Christusgeschichte, wo Jesus gelebt haben soll, sondern Damaskus ist ja mit Paulus verbunden und das ist ja eben, es geht ja darum, den Christus zu erleben, ne? In jedem von wir selber, ne? In uns selber zu erleben, das Licht und wie es arbeitet. Und deshalb finde ich es so wunderbar, dass das eben über Damaskus geht und nicht über Jerusalem. Dann machen wir weiter. Genau, hier ist was, das kennt bestimmt auch, kennen einige von euch, das ist diese berühmte Schlucht in Jordanien vom Nabatäerreich, und das heißt Petra, ist ja auch interessant, Felsen, ne, heißt das, Felsen, und da dieses Nabatäerreich, was sich, wo Damaskus auch zugehörte in der Antike, war ganz beeinflusst vom Königreich von Saba. Jetzt machen wir weiter. Ja, wer ist das? Haben wir eine schöne persische Miniatur von der Belkis. Ne? Belkis wird die
Königin von Saba im Koran genannt. Ne? Die ist also auch eine wichtige Gestalt da. Dann weiter. Hier haben wir die Königin von Saba mit Salomon, Süleyman. Ne? Im Kölner Dom am Dreikönigenschrein. Jetzt weiter bitte. Genau, haben wir noch ein Kirchenfenster, auch wieder die Königin von Saba und der Salomon. Ja, und hier haben wir eine Stele aus dem Königreich von Saba. Und das ist ja unglaublich, dass wir hier sowohl dieses islamische Symbol haben, ne, der Mond, als Schale, als Becher und hier die Venus oder die Sonne hier oder Merkur, ne, dieses, ja, der Gralsbecher. Ne. Wir brauchen ja auch wieder nur an Parsival denken, der hat ja auch den Bruder gehabt, der Vater war auch im Orient. Daher sind ja auch wieder die Verbindungen. Und das ist eben aus dem Königreich von Saba. Das wurde da verehrt. Genau, hier haben wir noch einen Tempel. Tempelsäulen aus dem Königreich von Saba. Tausende Jahre alt. Dann ruhig weiter. Genau, hier ist Sana. So sieht das heute da noch aus. Das ist eine ganz besondere Kultur heute noch. Das wurde ja auch schon wieder bombardiert, aber ich hoffe, es sind da noch ein paar Häuser stehen geblieben. Genau, hier, das sieht ja auch aus wie Manhattan oder so in der Wüste. Ne? Ist auch eine Stadt aus dem Königreich, also aus dem Jemen. Genau, jetzt gehen wir nach Ägypten und da muss ich natürlich hier unseren Sonnenkönig bringen. Ne? Echnaton als Jugendlicher. Sah auch noch ein bisschen anders aus als König und Nofretete. Und hier der Vogel Phönix, der wurde ja eben verehrt in Ägypten, ganz besonders, weil der flog dann von Arabien, da werden immer Reiseberichte gegeben, wie eben der Vogel, wo der überall war und dann eben in Arabien hat er das Nest gebaut und dann kam er nach Ägypten und die Pyramide, wir können ja mal hier gucken, das ist ja nichts anderes wie die Pyramide von oben. Ne? Wenn man drauf guckt, von oben aus der Luft, ist das ja eine Pyramide. Und das ist ja das Ei des Vogels Phönix, das Pyramidion. Ne? Danach wurde das gebaut oder oben auf dem Obelisk golden als Zeitmesser. Jetzt machen wir weiter. Genau, hier haben wir Marokko. Das Besondere finde ich, die haben dieselbe Bautechnik, rätselhaft, wie im Jemen. Diese Hochhäuser aus Lehm, die gibt es nur in Marokko und im Jemen. Hier haben wir noch ein Storchennest. Auch was Schönes. Genau, jetzt haben wir Fes. Das ist, glaube ich, eine Moschee. Hier diese wunderbaren, ne? Diese ganzen Ornamente. Es löst sich auf. Ein Tor in Fes. Genau, und das haben wir, die Sterne. Das ist maurischer Stil aus Spanien. Das war's. Ich danke euch.